Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge mit Pater Karl Wallner, dem Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich. Und er ist Professor für Dogmatik an der Hochschule Benedikt XVI. Am Stift Heiligenkreuz vor den Toren Wiens. Pater Karl, die erste Zuschrift enthält eine Formulierung, die lautet so: Du warst ja mal bei Wetten, dass, stimmt's? Jetzt bist du wieder bei Wetten, dass. Ich war bei Wetten, dass 2008 am 4. Oktober, unvergesslich, ja. Jetzt bist du wieder bei Wetten, dass. Der Satz geht nämlich so, oder die Formulierung: Ich wette, dass Pater Wallner diese Frage nie gestellt bekommen wird, denn es wird ihm schwerfallen, dazu eine Antwort zu geben. Dann sind wir doch gespannt, was das für eine Frage sein wird. Lieber Herr Dr. Thomas Maria Rimmel, lieber Herr Professor Dr. Pater Wallner, ich sehe Ihre Sendung regelmäßig. Nun mal eine Frage, die mir als praktizierendem Katholik gestellt wurde und die ich mal einfach so weitergebe. Niemand hat mich gefragt, ob ich Wert darauf lege, als Mensch auf diese Welt zu kommen. Dennoch erwartet die katholische Kirche, dass ich mich nun ungefragt an alle möglichen Regeln halten muss und einer Erbsünde unterworfen bin, für die ich persönlich nichts kann. Als Krönung habe ich noch die Aussicht, ewig in der Hölle zu schmoren, wenn ich den Trieben nachkomme, die mir durch die Schöpfung des Allmächtigen zumindest billigend gegeben wurden. Ganz ehrlich, fair ist was anderes. Und dann diese Formulierung, die ich gerade vorgelesen habe. Viele Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es geht um die Frage, ob es gerecht ist, ja, dass die Welt so ist, wie sie ist, ob es gerecht ist, dass ich bin, ob es gerecht ist, dass ich so bin, wie ich bin. Ich denke mir das manchmal, wenn ich Leute treffe, die gescheiter sind oder die schöner sind oder auch beim Sport, ja, die besser ausschauen, die eine bessere Genetik haben, denke ich mir auch mal, manchmal, lieber Gott, du bist ungerecht, ja, dass ich nicht so bin wie die anderen und so weiter. Und in dem Fall, es ist ungerecht, dass ich überhaupt bin, dass ich nicht gefragt worden bin, dass ich bin. Aber da sind wir eben also in einer Situation, wo der Spruch gilt, contra factum non valet argumentum. Also es ist ein Faktum, dass es diese Schöpfung gibt. Die Begründung, die uns die Offenbarung liefert für diese Schöpfung, ist nicht, dass uns ein grausamer Gott aussetzt in der Existenz, so wie es hier irgendwie unterstellt wird, sondern dass Gott den Menschen, die Welt, den Kosmos aus Liebe jetzt eben schafft, ihn zur Liebe befähigt und zur Liebe beruft. Ja? Also es ist etwas höchst Positives gemeint mit der Schöpfung an sich, wie es auch im Schöpfungsbericht ausgedrückt wird. Nach allen 6 Schöpfungstagen sagt Gott, Vayoma Elohim Kior, war Jehior und es war alles gut, ja, Jehi Tov, es war gut, ja, und beim Menschen am 6. Tag sogar, es war sehr gut. Also vielleicht kann der oder die Schreiberin doch annehmen, dass der Plan Gottes war, etwas sehr Gutes zu machen, auch etwas sehr Gutes zu machen, indem er einfach ist und auch so wie er ist, ist es gut. Also das war die Idee Gottes. Dass dann eben jetzt etwas Böses in die Welt kommt und dass Gott dann wieder Maßnahmen ergreift, um diese Sünde zu tilgen, indem er sich selbst in der höchsten Form schenkt, in seinem Sohn, uns Liebe vorzeigt und ermöglicht, in der Form der Hingabe, die Christus am Kreuz uns vorgelebt hat, uns danach zeigt, dass er uns zur Ewigkeit beruft, das ist doch auch höchst positiv. Also ich kann das philosophisch nicht lösen, wenn jemand sagt, warum bin ich und ich will gar nicht sein und niemand hat mich gefragt, dass ich bin. Ja, ich meine, was soll ich denn drauf sagen? Ja, also da kann man schon sagen, wetten, dass der Pater Karl da keine gescheite Antwort drauf findet. Aber ich würde einfach sagen, ich finde deshalb keine gescheite Antwort, weil die Frage auch nicht gescheit ist. Ja, weil was soll ich gegen das Faktum jetzt eben sagen? Ja, was soll ich sagen, warum ist blau blau? Ja, also es ist wirklich furchtbar, dass blau blau ist. Ja, also Entschuldigung, ja, also das Faktische unterliegt eben jetzt keiner, wie soll ich sagen,
keiner theologischen Begründung jetzt eben. Das ist uns vorgegeben. Wir haben die Gründe, die dahinter liegen, die sagt uns die Offenbarung. Und noch einmal, die sind höchst positiv. Und in die Hölle kommst du nicht eben jetzt, also die Triebe, die Gott dir gegeben hat, weil die da genannt worden sind, da hat er dir auch die Freiheit gegeben, sie im Positiven zu verwenden, weil in dir liegt ein zerstörerischer Trieb durch die Erbsünde verwundet nach Macht, nach Gier, der sich eben dann weltpolitisch so auswirkt, dass es Kriege, Gewalt und so weiter gibt. In dir liegt der Trieb, wenn man Sexualtrieb jetzt eben, der was höchst Positives ist. Du kannst Liebe durch deinen Körper ausdrücken. Du bist durch die Sexualität berufen, eben jetzt auch zur Fruchtbarkeit. Das ist von der Sache her etwas höchst Positives. Aber eben jetzt in der sündhaften Verwundetheit kann das Ganze eben wirklich zu einer zerstörerischen Kraft auch werden, die dich selbst in eine Sucht, in eine Abhängigkeit, Gewalt gegenüber anderen und so weiter produzieren kann. Also das jetzt eben dem Schöpfergott zu unterstellen, ja, dass er das so, dass das bitte, das geht nach unserem Offenbarungsverständnis nicht. Gott hat alles gut geschaffen. Die negativen Komponenten haben wir durch Missbrauch unserer gottgeschenkten Freiheit beigetragen. Geschätzter Pater Karl und Pfarrer Thomas Rimmel, ich danke Ihnen herzlichst für diese so bereichernde Stunde der Seelsorge, die mir so viel von der Schönheit des katholischen Glaubens zeigt. Meine Frage: Was meint die Kirche, wenn sie von einem reinen Herzen spricht? Liebe Grüße und Gottes Segen. Ja, das ist eine schöne Formulierung, wie wir sie in den Seligpreisungen haben. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Also wie soll ich sagen, eine gewisse Berechnungslosigkeit, eine gewisse Haltung, die eben jetzt den anderen und Gott nicht instrumentalisiert, eine, also ich kann es vor allem von Menschen jetzt eben sagen, die mir begegnen, wo ich so intuitiv dann das Gefühl habe, der hat ein reines Herz oder die hat ein reines Herz, also die ist nicht berechnend, die ist nicht hinterlistig, der intrigiert nicht, der hat eine positive Offenheit gegenüber allem. Also ist wirklich sehr schwer zu sagen. Deshalb ist die Formulierung ja so poetisch, ja, damit vieles jetzt eben reinpasst. Und man muss auch sagen, unsere Sprache trägt nicht so weit, dass eben alles und jedes gerade im Bereich des Charakters, der seelischen Einstellungen beschreiben kann. Das können wir nicht. Also diese poetische Ausdrucksweise, ein reines Herz haben, die trifft asymptotisch jetzt eben diese schöne Offenheit gegenüber dem Sein, dem anderen, die nicht instrumentalisiert, verzweckt jetzt einfach und die sich einfach jetzt im religiösen Bereich Gott hingibt und Gott ausliefert. Ja. Und deshalb auch die, die ein reines Herz haben, die dürfen dann jetzt eben Gott schauen, weil Gott selbst in sich als der Grund seines Wesens ist, die Zwecklosigkeit der Liebe, also die Zwecklosigkeit ist falsch, die Absichtslosigkeit der Liebe. Also Gott liebt nicht, weil er etwas von dir haben will, sondern er liebt als reine Hingabe vom Vater über den Sohn, über den Heiligen Geist hinein in diese Welt. Und wer das jetzt eben, wie soll ich sagen, in seinem Leben versucht, der darf dann auch Gott schauen, weil er dann dieselbe Perspektive hat, wie jetzt eben Gott selbst Absichtslosigkeit hingab. Also ich komme jetzt ein bisschen, Entschuldigung, ja, bitte muss mich entschuldigen, ich komme ins Schwurbeln, ja, ich muss wirklich sagen, jetzt kommt mir wirklich meine Rede vor wie Schwurbeln, aber eben es ist ein poetischer Ausdruck, den wir hier in den Seligpreisungen haben und den muss man bitte so stehen lassen, weil es um etwas geht, das im Letzten unbeschreiblich ist, aber die Richtung, glaube ich, habe ich versucht anzugeben. Wir hatten eine erste Zuschrift, wo zum Ausdruck kam oder mit der zum Ausdruck kam, dass sich der Schreiber wie ein philosophisch gesprochen oder mit einem Philosophen gesprochen, wie ein ins Dasein geworfener empfindet, zu dem dann die Kirche kommt und sagt, du sollst nicht, du darfst nicht und das darfst du nicht. Ja. Und wenn er sich nicht dran hält, landet er in der Hölle. Und jetzt die andere Zuschrift, dieses reine Herz, vielleicht das Gegenteil. Wenn jemand diese Botschaft Jesu wirklich annimmt, wenn jemand Gott die Ehre gibt, der Nächste versucht zu lieben, so gut es geht, sich selber annimmt und wirklich versucht, nach den Geboten zu leben, dass er dann Frieden im Herzen verspürt und wirklich sich fühlt auf einem Weg des Lebens. Und die Frucht davon ist ein reines Herz. Ja,
Also ich hab eben so Menschen, auch Mitbrüder, oder mir fällt da das Ehepaar Caruso ein, die 15 Jahre ihres Lebens für die Leprakranken in Madagaskar investiert haben. Ich darf ja bei Missio sehr viele Leute kennenlernen, die Heilige sind. Und da habe ich oft so dieses Gefühl, ein reines Herz, eine, wie soll ich sagen, eine Dankbarkeit für das Sein, ja, gegenüber Gott, gegenüber den anderen, gerade oft Leute, die sehr bescheiden sind und die oft auch vieles durchgemacht haben an persönlichem Leid und so weiter. Und dann ist eben nicht eine Verbitterung da und so dieses sich als Opfer fühlen und alles ist ungerecht, das Leben ist ungerecht zu mir, sondern einfach, wie soll ich sagen, eine frohe Dankbarkeit im Sein zu sein. Und das ist auch eine sehr schöne Einstellung übrigens. Also ich wünsche euch eine solche positive Einstellung, ein reines Herz, weil es irgendwie schon das Anwesendwerden von göttlichem Leben in deinem Leben ist, wenn du dich um diese Haltung bemühst. Und nicht dieses, also ja, ich bin mit nichts rund und alles ist so furchtbar. Und dann kommen wir eben auch so Fragen, also unerhört, dass ich überhaupt bin. Ich bin ja nicht gefragt worden, dass ich jetzt eben in dieser Welt bin. Und dann kommt noch die Kirche und sagt mir, wenn ich jetzt nicht so lebe, wie Gott es mir offenbart hat. Also das ist schon, wie soll ich sagen, ist wirklich eine eher gegenteilige Haltung gegenüber dem reinen Herzen. Liebe Geschwister im Glauben, zum Thema von der Überreligiosität. Diese Problematik betrifft bestimmte Gruppen, die sich sehr für das Evangelium einsetzen. Ich würde sehr gerne mehr darüber erfahren, kann aber leider im Internet dazu weder Literatur noch Texte, Predigten etc. finden. Herzlichen Dank im Vorfeld. Punkt, Punkt, Punkt. Na, also ein schwieriges Thema, nicht? Also was ist wirklich überreligiös? Kein Wunder, dass man dazu nichts findet. Das hängt wirklich auch von der Mentalität ab. Also wenn man da eine Form von Überdrehtheit im religiösen Bereich meint, also die gibt es in verschiedensten Graden auch, dass man fixiert ist auf bestimmtes. Ich kenne manche Leute, die sind auf bestimmte Privatoffenbarungen fixiert, ja. Und also für die ist eigentlich weniger die Werbung dann für Jesus und sein Evangelium, sondern an diese Privatoffenbarung muss man glauben und so weiter. Wobei die Privatoffenbarungen im Hintergrund oft sehr positiv sind, ja. Aber eben dann wird eine Fixierung an übertrieben sein oder eben dann auch dass man Dinge einfach nicht mehr realistisch sieht, sondern alles nur, wie soll ich sagen, übernatürlich. Also das gibt's, das religiöse Überdrehtsein, das gibt es tatsächlich. Allerdings muss man aufpassen, nicht, es kommt immer auf den Standpunkt an, wenn man sagt, dass jemand religiös überdreht ist. Ich habe mal gehabt eben einen Fall, wo die Leute gesagt haben, da hat uns wer was, da hat jemand etwas Missio vererbt. Und wir sind sehr dankbar, wir konnten dann sehr viel machen damit. Das war ein Acker, den der nicht mehr gebraucht hat. Und die Verwandten waren da ganz dagegen, dass der uns das vermacht. Er hat eh alle versorgt gehabt, ja. Aber es entsteht dann oft bei solchen Sachen ein großer, ja, ich muss sagen, ein großer Neid, ne? Und das Argument war, ja, dass dieses Testament, das natürlich vom Rechtsanwalt gültig war, aber das Argument war, dass der völlig religiös überdreht war, weil er jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist, ja. Also die Verwandten haben das schon als religiösen Fanatismus bezeichnet, dass der jetzt eben jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist, ne? Also das war ein bisschen komisch. Oder eben die Italiener sagen auch nicht, ich sage mal, sono cattolico ma non fanatico. Also ich bin katholisch, aber nicht fanatisch und meistens verstehen es auch drunter, nicht? Also katholisch bin ich schon, ja, aber in die Kirche gehe ich nur zu Ostern oder zu Weihnachten, nicht? Also da muss man immer aufpassen, was man dann als überreligiös jetzt eben bezeichnet. Meistens offenbart es auch den eigenen Standpunkt. Wenn ich gläubig bin, dann habe ich ein großes Verständnis für Menschen, die wirklich jetzt, wie soll ich sagen, ihr Leben gestalten nach dem Evangelium. Wenn ich selber damit nichts zu tun habe, dann kommt mir das oft schon übertrieben vor, wenn die ganz normale Dinge jetzt eben machen, die mit dem Glauben zu tun haben. Papst Franziskus weist ja immer wieder hin auf Formen von Religiosität, auch in der katholischen Kirche, die zumindest dann Schlagseite bekommen. Das hat er getan jetzt auch im Rahmen der Ansprache an die Kurie. Da ist die Rede vom Jansenismus, der im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert in Frankreich sehr verbreitet war. Diese Bewegung berief sich auf die Gnadenlehre des heiligen Augustinus.
der in Sünde gefallene Mensch, ist da so eine Lehre, hat keinen eigenen Einfluss auf seine Erlösung. Also da gibt es überhaupt keine Mitwirkung, das macht alles gar keinen Sinn. Und da hat Papst Franziskus Folgendes gesagt, das möchte ich dann noch mal gern vortragen, das finde ich spannend. Im 17. Jahrhundert gab es den berühmten Fall der Nonnen von Port Royal. Eine ihrer Äbtissinnen, Mutter Angelique, hatte gut begonnen. Sie hatte sich und das Kloster charismatisch reformiert und sogar die Eltern aus der Klausur verwiesen. Sie war eine begabte Frau, geboren, um zu leiten, doch sie wurde zur Seele des jansenistischen Widerstands und zeigte eine unnachgiebige Härte auch gegenüber der kirchlichen Autorität. Von ihr und ihren Nonnen wurde gesagt, rein wie die Engel, stolz wie Dämonen. Ja, also ich muss dazu sagen, Port Royal beim Zisterzienserinnenkloster, also das waren, heute würde man sagen, Trappistinnen, und das war wirklich eine Übertriebenheit eben jetzt, also es war gut, meistens ist was Falsches gut gemeint, ja, also das muss man auch bei allen Irrlehren sagen, von Nestorius über Arius und so weiter, man kann immer ein gutes, positives Element finden, und die wollten in einer Zeit der totalen Dekadenz, wo die französischen Könige ihre Mätressen hatten und die Jesuiten als Beichtväter das toleriert haben und so weiter. Und da wollten die so ganz sittenrein sein und haben diese Theologie entwickelt. Also nur wenige sind gerettet, nur die, die wirklich ganz extrem eben jetzt das zusammenbringen und sich zusammenreißen und intensiv gläubig leben, also nur die sind gerettet. Die Jansenisten haben danach den Gekreuzigten nicht mit ausgebreiteten Armen dargestellt, sondern wie er die Arme oben angenagelt hat, sodass nicht die ganze Welt da reinpasst in seine Liebe, sondern nur die wenigen Auserwählten, ja, also die Treuen und die Beter und die Büßer und so weiter. Also das war wirklich eine bestialische, dämonische Frömmigkeit, kann man fast sagen. Also so eine Frömmigkeit der Reinheit und der Erwählten und so weiter, die das Ganze wirklich danach sehr unappetitlich gemacht hat. Jesus ist dann selbst ja angetreten gegen den Jansenismus, der wirklich eine große Gefahr für die sehr feurige Mentalität der Franzosen war, die sich da reinziehen lassen, und hat mit den Erscheinungen des Heiligsten Herzens Jesu ab 1672, 73 nicht, hat er dann dagegen gewirkt und gesagt, schaut, mein Herz brennt aus Liebe zu allen, ja, und bitte, also ich meine, ich möchte alle, ja, also nicht nur einige wenige, ich möchte alle, ja, und lasst euch entzünden von dem und brennt auch in dieser Liebe für alle. Hat dann übrigens die Missionsbewegung aus Frankreich entstehen lassen, diese brennende Liebe des Herzens Jesu für alle. Also nicht, wir sind wir und nur wenige werden gerettet, nicht, und wir sind die Treuen und Braven. Ich habe das auch im Kloster bemerkt, also sehr oft leider bei jungen Mitbrüdern, dass das eine große Gefahr ist, wenn die eintreten, dann entwickeln sie plötzlich so einen Fanatismus und so eine Enge, nicht, und dann kommen wir alten Mönche, die wir schon Jahrzehnte im Kloster sind, ja, aber die wir halt manchmal vielleicht nicht so feurig sind und dann manchmal vielleicht Chorgebet versäumen und so weiter. Und dann kommen diese Jungen, ja, wir sind und so weiter, die treten dann fast immer aus, ja. Und das sind so diese Verblendungen, die jetzt eben der Teufel dann eben macht, ja, also nur ganz sittenrein und nur und so weiter. Und die Latte legen sie dann so hoch, dass sie im Prinzip nur unten durchlaufen können und dann aus dem Kloster rausgehen. Das sind immer die Sachen, die sehr betrüblich sind, weil es idealistische Menschen sind, aber eben jetzt nicht die Milde sehen und die Barmherzigkeit, die im Letzten immer in allem jetzt eben steckt, was Christus uns geoffenbart hat und an Frömmigkeitsformen geschenkt hat. Fanatismus in Form einer Fixierung, nur wir und wir und wir, ist immer dämonisch. Die Irrlehre des Jansenismus besteht ja darin, dass man der Ansicht ist, man könne mit der göttlichen Gnade überhaupt nicht mitwirken. Die andere Seite ist das Extrem, das Überreligiöse, dass ich glaube, durch meine Gebete, durch meine Opfer, noch mehr Novenen, noch mehr Rosenkränze, noch mehr heilige Messenpersonen, kann ich mich praktisch selber erlösen. Das ist die andere Seite. Es ist eine Form eben jetzt von, wie soll ich sagen, von
Also es ist gut gemeint, ja, weil wir dürfen auch mitarbeiten mit Christus dem Erlöser, Kolosser 1, 24. Wir dürfen das ergänzen, was an den Leiden Christi jetzt eben fehlt, aber nicht indem wir selber die Erlöser sind, sondern indem wir uns in die Haltung Jesu jetzt eben einfügen. Und diese Haltung des Jansenismus, nicht, das ist deshalb eigentlich eine Form von Blasphemie gegenüber der göttlichen Barmherzigkeit, weil sie nicht ernst nimmt, dass wir schon erlöst sind. Ja? Also ein Christ, und das ist immer das Zeichen für Fanatismus, wenn man so, ja, also dieses Verbissene, ja, und wir müssen und so weiter und so fort. Ja? Und die eigentliche Frömmigkeit, die aber wirklich auch was macht jetzt zur Rettung von den anderen, hat immer im Hintergrund, so ernst ich das nehme, Gebete, Sühne, Werke, bitte, ich bin ganz dafür. Der Thomas und ich, wir reden jetzt nicht dagegen, dass ihr beten sollt und dass ihr Werke der Sühne und so weiter setzen sollt für die Rettung der anderen. Aber die Haltung, die dahinter sein muss, ist immer das große Vertrauen, Jesus hat schon alles getan. Ja. Also wir tun, was wir können, ja, und wir halten ihm unsere Zeit hin, unsere Leiden, unsere Krankheiten. Wir gehen zu der Sühnenacht. Du warst jahrelang in Wigratsbad und so weiter. Ich habe das dort so positiv erlebt und aufregend toll, wie dort die Leute mit Bussen gekommen sind zur Sühnenacht. Aber es war dann, Entschuldigung, auch, wir haben gebetet dort, dass die Schwarten krachen, ja, aber dann wieder dort in diesem Restaurant in Wigratsbad. Da hat es dann wieder ein lockeres, fröhliches Zusammensein gegeben. Und das ist das Zeichen von katholisch. Ja. Also wo dieser Fanatismus jetzt eben fehlt, ja, diese dämonische Verblendung, möchte ich mal wieder ein Wort verwenden nach langer Zeit. Ja, ich muss die Welt retten, ja, indem ich das so jetzt eben durch Gebet und Sühne und so weiter jetzt eben mache. Das ist immer schädlich, noch einmal. Wir im Allgäu sind katholisch mit zünftige Predigten, feierliche heilige Messen, aber dann eben auch mit Blaskapelle und Bratwurst. Das gehört alles zusammen. Wir kommen zu einer weiteren Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner, kurz gefragt: Warum passieren guten und anständigen Menschen vielfach schlimme und böse Dinge? Danke und Gottes Segen mit freundlichen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt. Das hört man immer wieder, diese Haltung, dass Leute der Meinung sind, ich mache es eigentlich recht, ich versuche es recht zu machen, ich bin da irgendwo in der Mitte, ich bin nicht extrem, nicht in diese Richtung und nicht in die andere Richtung, aber irgendwie habe ich immer Pech im Leben. Ja, also ich glaube, zunächst einmal muss man nüchtern sagen, also nicht nur guten Menschen passieren schlimme Sachen, ja. Aber es gibt natürlich dann eine Diskrepanz in der Erwartung, weil wenn bösen Menschen böse Sachen geschehen, dann empfinde ich das irgendwie gerecht. Wenn aber Leute, die sich anstrengen, es gut zu leben, gläubig zu sein, zu praktizieren, Werke der Nächstenliebe setzen, wenn die dann auch eben jetzt Krankheiten, Familienschwierigkeiten, Todesfälle bekommen, die tragisch sind, dann stößt einem natürlich etwas auf, weil wir immer so das Gefühl haben, wenn ich etwas Gutes tue, muss etwas Gutes zurückkommen. Das ist über weite Strecken auch so. Ja, bitte, also ich möchte euch da schon bestärken. Also es gibt wirklich einen Segen, wenn ich Gutes tue. Ja, es gibt den Segen Gottes, der darauf liegt. Und dann gibt es eben etwas Unaufarbeitbares, dass Menschen, die Gutes tun, nicht reziprok, nicht adäquat eben jetzt eine Antwort durch das Leben, also das, was Gott ihnen dann im Leben zukommen lässt, jetzt eben bekommen. Und ich habe vor kurzem mal darüber gepredigt, Gott ist Gott. Ja, also wir sind immer auch herausgefordert, weil die Wirklichkeit Gottes sich nicht den Gesetzen unserer Logik beugt, weil wir ihn nicht in einen Koffer packen können, weil wir nicht in einer mathematischen Formel jetzt eben auflösen können. Es gibt aber eines, das man allen zusagen kann, und das ist ja der Hauptinhalt der Heilsoffenbarung, die uns geschenkt hat. Und in der Bergpredigt wird sogar so gemacht, dass Jesus sagt, wehe dir jetzt, also selig dir jetzt weint, ja, ihr werdet getröstet werden. Also wo sich ja dann alles umdreht. Also das eine ist auf jeden Fall da, es gibt eine absolute Gerechtigkeit in der Ewigkeit. Nur nützt einem die natürlich für die Zeit wenig, ja, wenn man sich bemüht, christlich lebt, ja, und dann auch unseres päpstlichen Missionswerken. Wir haben eine gläubige Mitarbeiterin mit 51 Jahren,
2022 verloren, nach einem langen Krebsleiden. Die hat aber am Schluss in ihrem Leiden ja sich nicht als Opfer geriert, sondern die hat sich noch als Missionarin betätigt, hat Gebetsgruppen im Internet um ihr Sterbebett jetzt eben versammelt, die bis heute weiter bestehen. Also war im Letzten, hat sie das Schlimme, was ihr widerfahren ist, zu einem Instrument des Guten und des Missionarischen gemacht. Also ich kann es auch nicht rational aufarbeiten. Vielleicht ist die Erwartungshaltung, wenn ich Gutes tue, muss ich Gutes bekommen, schon ein bisschen auch unchristlich. Ja? Weil das schon ein bisschen immer nach Schielen, nach einem irdischen Lohn ist. Ja? Ich habe bei der Mutter Therese erlebt, wie ich an ihrer Seite war, dass sie sich, nachdem sie einen Obdachlosen gefüttert hat, von dem, wie soll ich sagen, bespucken hat lassen, mit einem freundlichen Lächeln. So als wäre genau, als hätte sie genau diesen Lohn erwartet, diese negative Reaktion. Also vielleicht ist das schon in sich ein bisschen falsch von uns, wenn wir erwarten, ich bin gut, ja, ich bemühe mich jetzt eben gläubig zu sein und deshalb muss mich ja der liebe Gott jetzt hier schon mit Segen belohnen. Wir dürfen es erhoffen, ja, wie gesagt, also Gott segnet auch wirklich das Bemühen um Gutes und um ein richtiges Leben. Aber eben jetzt, wir haben auch kein Recht darauf und wenn Schweres uns zufällt, dann vielleicht auch deshalb, weil wir eben genau dadurch auch geformt werden sollen zum Guten noch mehr oder aus anderen Gründen, rational kann ich es nicht aufarbeiten. Gott ist Gott, ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, heißt es im Buch Hiob, der Name des Herrn sei gepriesen. Gott versucht niemanden über seine Maße. Das ist die eine katholische Wahrheit. Die andere katholische Wahrheit ist, niemand braucht Kreuze suchen, um heilig zu werden. Es reicht, die Herausforderungen, Schwierigkeiten und Kreuze im Leben anzunehmen, um den Weg der Heiligkeit sicher zu beschreiten und in den Himmel zu kommen, die da sind im eigenen Leben. Genau. Also das ist eben dieser Aspekt, eben, den ich kurz schon angedeutet habe, dass Gott dann vielleicht einem, weil er, wie soll ich sagen, auch weil er eine starke Frau ist oder weil er einen starken Charakter hat, als Mann, vielleicht etwas Schweres auferlegt, um den noch mehr zur Heiligkeit zu formen. Aber Gott überfordert nie. Ja, also er überfordert nie. Und wenn ich diese Haltung habe, ich nehme das an und auch wenn ich mich total eben niedergedrückt fühle und ich schenke das dem Heiland zurück, dann kann aus dem eine große Fruchtbarkeit und ein großer Segen werden. Ich kann es von mir selber bestätigen, dass aus schwierigen Phasen meines Lebens, wo ich mir wirklich auch gedacht habe, lieber Gott, warum tust du mir das an? Übrigens auch, wie ich 2016 die päpstliche Missionswerke übernommen habe, habe ich wirklich am Anfang gehadert. Nicht, warum tust du mir das an? Ich habe diese blühende Hochschule in Heiligenkreuz gerade gehabt, die übrigens ja wunderbar weiterläuft und weiter wächst. Und da habe ich schon auch gehadert. Ja, jetzt sehe ich, ja, also, dass das wirklich zum Segen wird, weil wir jetzt eben wirklich hier Weltkirche aufbauen können, weil die Spenden gestiegen ist, weil wir eine Gebetsbewegung haben, weil wir Priesterseminare ausbauen, die sonst abweisen müssten und so weiter und so fort. Also jetzt bin ich wieder sehr dankbar, ja, dass ich damals in dieser Belastung, die ich hatte, wo ich mir wirklich manchmal gedacht habe, hier scheitere ich, hier möchte ich am liebsten davonlaufen, dass aus dem was Gutes rausgekommen ist, darf ich jetzt, glaube ich, schon sagen und dem lieben Gott dankbar sein, muss aber sagen, fürchte mich auch ein bisschen vor der nächsten Sache, die er mir dann vielleicht noch einmal in meinem Leben, wenn ich nicht schon so alt bin dazu, vielleicht noch auferlegt, weil dann man wieder davon ausgehen kann, dass man wieder in eine Weizenkorn-Situation kommt, wo man wieder eben jetzt, wie soll ich sagen, absterben muss, damit dann was Gutes rauskommt. Pater Karl, fürchte dich nicht. Ich bitte dich am Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen. Allmächtiger Vater im Himmel, danke, dass dein Sohn uns geoffenbart hat, dass du unser liebender Vater bist und ich möchte einfach jetzt alle einschließen, die in ihrem Leben Schweres tragen und vielleicht manchmal nicht zurechtkommen. Ich möchte dich bitten, dass du dich allen offenbarst in deiner Liebe und Barmherzigkeit und dass du allen die Kraft gibst, die Kreuze zu tragen und sie zu ihrem Heil zu machen, denen du welche auferlegt hast. Und dass wir uns alle im Himmel wieder treffen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott und erstärke euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihre interessanten Zuschriften. Bitte schreiben Sie uns und fassen Sie sich kurz. Danke fürs Einschalten und dabei sein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, Frieden für die ganze Welt.